Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Letzte Mal haben wir uns hier ausgeloggt. Sind immer noch auf der Suche nach, ja, zumindest mal einem Rucksack. Und dem anderen Waffenladen, ne, nicht Waffenladen, da ist übrigens ein Auto. Mal gucken. Es ist zumindest nicht abgeschlossen. Da ist auch noch nichts drin. Öffnen. Ah! Da hat die Feuerwehr so während der Dienstzeit, haben die vergessen, irgendwie den Motor nochmal einzubauen, nachdem sie den repariert haben oder so. Keine Ahnung. Wir suchen jetzt hier auf jeden Fall nochmal nach einem Rucksack. Ja, hier gibt es Schlösser, das ist schön, aber ich brauche keine Schlösser, ich brauche einen Rucksack. Wäre schön, wenn die Dame mal stehen bleibt, dann kann ich sie wenigstens erschießen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dann da hinkomme. So. Aber ich weiß echt nicht, wie ich da hinkomme. Das ist clever zumindest, aber egal. Da sind aber schon mal meine zwei Bolzen wieder. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht kommen wir da auch gar nicht hin, dass wir deshalb die Bolzen wieder kriegen. Aber dann kämen wir auch nicht an die Kartons, was dann scheiße wäre. So. Ich muss auch sagen, ich war hier in dem Laden noch nie drin. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin, weil ich sehe zum ersten Mal, dass hier so viel Zeug drin ist. Na. Okay, das ist alles eins. Hier gibt es Feuerwehrhosen, Feuerwehrhelm. Was muss da eine Möglichkeit geben, da hinzukommen, oder? Okay. Man kommt da nicht hin, es sei denn vielleicht von der anderen Seite oder so, ich weiß es nicht. So, ernsthaft, hier ist ja ein Riesenlager hier oben. Hier oben kann man looten anscheinend nach Herzenslust. Ich wusste noch nie, dass es hier so ein Zeug gibt, dass man hier so viel looten kann. Im Übrigen könnten wir jetzt mal schnell das Ding aufladen, obwohl, ja gut. Dann war der Akku anscheinend doch noch recht voll. Ernsthaft. Blödes Vieh. Ein Seil. Ein China-Böller. Ich dachte, hier ist kein China-Restaurant-Laden. Das ist egal. So. Das Teil hier. Das Problem ist echt gerade, ich weiß überhaupt nicht. Na, hier wäre auch noch ein Schloss. Das ist gerade echt nicht nett, finde ich. Weiß gar nicht, wo ich alles zuerst durchsuchen soll. Ist natürlich auch fies hier, ne? Da. Ein Akkuschrauber, ein wenig Seife. Da ist auch nichts. Okay. Aha. Ansonsten müssten wir vielleicht gleich sogar noch mal in den Werkzeughallen gucken. Vielleicht haben wir da Glück, dass wir da ein Schuss. Es zeigt zumindest schon mal, dass wir nicht alleine sind. Ah,
Aber der war noch relativ weit weg. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall hier ein wenig ja, bedeckt halten. Nicht zu offen rumlaufen und aufpassen. Weil sonst ist schneller vorbei, als uns lieb ist. Hier gibt es auch keinen Rucksack. Obwohl, hier geht es anscheinend runter. Zu der Dame. Sehr schön. Oder auch nicht. Jetzt ist natürlich schon so ein bisschen. Irgendjemand ist definitiv hier noch in der Stadt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Und ein bisschen konzentrierter sein. Vielleicht nicht so viel labern. Auf jeden Fall achtsamer sein. Ich lasse den Dietrich hier liegen, solange ich keinen vernünftigen Rucksack habe irgendwie. So. Das ist echt ein bisschen doof. So, jetzt hier echt immer noch keinen Rucksack haben, aber okay. Wir machen langsam, wir schauen. Irgendwann werden wir bestimmt auch einen finden. Die Fässer sind anscheinend oder zählen als eins, okay. Ernsthaft, hier haben wir einen Wetzstein. Das Problem ist, ich weiß echt nicht wohin. Ne? Butter jetzt auf jeden Fall mal das Ding. Dann schmeiße ich den dahin. Der hier ist auf jeden Fall voller. Moment. Schmeißen wir den weg. So einen Wetzstein lässt man auf gar keinen Fall liegen. Da müssen wir halt anderweitig gucken. Brauchen wir hier auch alles nicht, das nicht. Dies auch nicht. Wer auch immer da ein Fenster hingebaut hat, wenn es da nicht durchgeht. So, erstmal ein bisschen gucken hier. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufpassen. Ernsthaft, ey, was ist das für ein Vieh? Lauf da schon ganz leise dran vorbei und er hört mich trotzdem noch. Ich wäre mit diesen China-Schuhen leiser, ich weiß es nicht. Da ist jedenfalls die Sporthalle. Dann ist da hinten der andere China-Laden. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber wir können mal gucken gehen. Man muss da natürlich auch gucken, wie man da jetzt am besten hinkommt, weil
Da natürlich auch die Sprenger immer noch in der Sporthalle sind, ne? Das Problem hatte ich nämlich. Ja, was heißt das Problem? Aber als ich die Läden gesucht habe, hier vorbeigefahren bin, habe ich halt auch gehört oder so im Vorbeifahren, als ich den Laden gesehen habe, dass da die Sprenger getriggert wurden und man hört den Sprenger ja so schon. Und ich bin noch nie mal in der Nähe von der Schallsporthalle. Das macht mich jetzt schon ein bisschen stutzig. Aber egal. Gut, da kommt man nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wo man hier reinkommt und wo nicht. Wo man nur durch kann und das ist halt der Nachteil, wenn man wirklich nie viel. Alter, nein, nicht. Oh, ich mich jetzt erschrocken, ernsthaft. Hier vielleicht, ne. Aber hier gibt es auf jeden Fall Zombies, ich höre sie. So, wir machen das dann jetzt mal auf die leise Art. Was aber auch blöd ist, weil toll. Erstens ist hier keine Hauswand, zweitens sieht man hier eh nichts. Das läuft. Da steht der Zombie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich bin, aber okay. Hier ist nur Shit drin. Ach, Menno. Und hier kommt man nicht raus, das ist auch geil. Oh ne, da liegt ein Zombie, da will ich gar nicht erst hin. So, müssen wir jetzt mal kurz gucken hier. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe komplett die Orientierung verloren. So. Da ist definitiv die Sporthalle. Das heißt, hier müsste ja irgendwo der China-Laden sein, oder? Oder ich bin an der falschen Seite von der Sporthalle. Kann natürlich auch sein. Das hier sieht alles nicht aus wie China. Menno hier.
Ja, sorry, dass ich jetzt gerade so leise bin, aber das ist ja zum einen geschuldet, weil ich eben den Schuss gehört habe. Ich weiß, dass hier jemand in der Gegend ist. Aber auch zum anderen, weil ich jetzt gerade echt die ganze Zeit am Überlegen bin, wo diese Scheiße. Wo dieser andere China-Laden ist. Menno. Wo ich ja eigentlich hin wollte. Da ist definitiv die Sporthalle. Lässt sich ja nicht bestreiten. So, ich meine, mir soll es egal sein, wenn ich erschossen werde. Das ist nicht das Thema, weil ich habe eh nichts. So. Nein. Ich kann mich ja so vor den Springer stellen. Vielleicht trifft der mich dann nicht. Keine Ahnung, es war definitiv an der Sporthalle. Also man musste an der Sporthalle vorbei. Und da waren die Springer dann auf jeden Fall schon ziemlich nice am Piepen. Brr. Gut, hier unten sind jetzt ein paar Garagen. Die könnte man vielleicht mal looten. Ich glaube aber auch nicht, dass wir hier. Was hat mein Charakter denn jetzt schon wieder? Ah, der muss mal pullern, okay. Da, ich glaube zwar nicht, dass mein. Dass ich hier was finde. Aber man kann ja einfach mal gucken fahren. Gehen. So, ich bin jetzt echt gerade. Ich bin gerade echt sprachlos, ratlos, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo dieses blöde Ding ist. Ich weiß es echt nicht. Das ist. Da. Also dieses Nachtsichtgerät passt auf jeden Fall nicht zum China-Outfit. Leica Beifahrersitz. Okay. Aber ansonsten, ja. Ich finde es lustig, so als kleines, ne, nice to have. Habe es ja auch schon in dem Update-Video gesagt, die Entwickler hätten ja auch nur die Update, die Bugs fixen können und nichts bringen können, brauchen, tun, machen. Also in dem Fall haben wir jetzt eine Kleinigkeit dazu bekommen. Und ich finde besser wie gar nichts. Hier ist übrigens auch schon wieder so eine große Werkzeugkiste. Ich sollte ich bei Werkzeugkisten echt nur noch hier in die Essen, nur noch hier in die große City fahren. Obwohl, wenn ich in die große City fahre, um Motorsäge, ja, die könnte ich natürlich mitnehmen. Dann könnte ich jetzt jeden Zombie sehr geräuschlos zerstückeln. Ja, aber wenn ich dann in die große City fahre, was ich eigentlich sagen wollte, um Werkzeugkisten zu suchen, dann finde ich wahrscheinlich wieder alles. Nur keine großen Werkzeugkisten mehr. Wie eigentlich immer. Von daher keine gute Idee. So, schade, dass wir keins der neuen Schwerter gefunden haben. Obwohl, ich gebe es ja noch nicht auf. Ich gehe gleich nochmal gucken, weil irgendwie. Irgendwo muss ja so ein Teil sein. Ernsthaft. So, bitte, 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 bitte. Mach doch die blöde Tür hier zu. Ja, hier ist wieder so eine super dünne
die wieder viel Krach macht und dann nach, keine Ahnung, ein paar Minuten wieder, nach ein paar Minuten, nach ein paar Sekunden tot umfällt. Aber darum geht es eigentlich. Da ist noch so ein small Ding. Aua, ha? Kacke, was ist denn jetzt hier los? Dann vielleicht doch erstmal hier rein. Ich würde sagen, und am besten ist das jetzt hier ein Waffenladen und da steht ein Sprenger drin oder so. Dann hätten wir eh die Arschkarte. Den Waffenladen hier hätten wir uns definitiv besser merken sollen. Hier kommen wir nicht rein, schade. Hier ist aber auch irgendwie nichts, aber auch gar nichts. Hier ist Pharmazeutik anscheinend. Wir sind hier auch falsch. Also hier ist definitiv nicht die Sporthalle. Nee. Das ist nicht da, wo ich hin wollte. Dürfte hier eigentlich auch kein Sprenger drin sein, oder? Ich hoffe mal nicht. Aber ein Rucksack dürfte hier drin sein, da wäre ich sehr zufrieden mit. Aber irgendwie... Oh, wow, eher ernsthaft. So, damit kann ich zumindest schon mal das desinfizieren. Aber ich bin hier definitiv falsch. Ich weiß nicht. Wo ist denn jetzt die blöde Sporthalle? Da. Das heißt, es müsste ja rein rechnerisch eigentlich hier sein. Das Ding ist es nicht. So viel stand schon mal fest. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich glaube aber auch nicht, dass das hier der China-Laden ist. Aber hier gibt es schon mal ein bisschen Geld. Es ist nicht der China-Laden, aber es gibt hier einen kleinen Rucksack. Klein ist gut, aber es gibt hier einen Rucksack. Ich nehme das Zeug jetzt einfach mal mit. Das hier ist, glaube ich, der andere. Naja, hier sind nur Toiletten. Hier gibt es aber noch ein Weihnachtsmann-Outfit, aber das wollten wir jetzt eigentlich auch nicht haben. Da, ich gucke jetzt einfach mal hier. Wir sind hier auf irgendeiner Toilette, das ist auch geil. Noch mehr Toilette, aber nein. Eigentlich bräuchten wir auch immer noch... Ich bräuchte noch ein Messer, ne? Wenn es nur ein Steinmesser ist oder so. Irgendwas zum Schneiden auf jeden Fall. Hier ist es aber auch nicht. Aber hier gibt es Gäse. Gäse, Frau Antje aus Holland. Das hier ist definitiv... Oh. Falsch. Warte mal, ich gehe mal in die... First Person... Da ist Zombie. Ist dieser blöde China-Laden. Ist der auf der anderen Seite, aber kann ja eigentlich auch nicht. So, nochmal gucken, hier gibt es sonst nichts. Nein, hier auch nicht. Hier gibt es nur Samen.
Es ist schon ziemlich merkwürdig gerade. Aber gut, so ist das nun mal, ne? Ich kenne mich hier in der großen Stadt nicht aus. Ich kenne mich. In dem China-Laden nicht aus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Aha. Gut, das hier ist auf jeden Fall ein Laden, aber nicht der China-Laden. Anscheinend ein Kleiderladen. Muss jetzt aber echt mal gucken, bin ich denn hier durch damals? Ne. Ach Mann. Das ist aber auch ein Scheißteil hier. Ich habe keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall sind hier schon die Dinger geplündert worden. Bin ich hier über die Brücke gefahren, als ich... Nee, ich bin nicht über die Brücke gefahren. Das wüsste ich. Da vorne kommt jetzt wieder dieser blöde Zombie wahrscheinlich, der dann im Haus eingesperrt ist und mich gleich wieder zu Tode erschreckt. Da ist der Markt. Da ist noch ein Markt. Ah, fuck. Ernsthaft, Alter. Was ein blödes Vieh. Ernsthaft. Hier. Gesundheit. 2C1 Verletzung hat er mir gekloppt. Der Arsch. Da ist auch ein Zombie. Ja, halt's Maul. Schrei hier nicht so rum. Ich bin sensibel. So, okay. Definitiv bin ich hier falsch. Also ich weiß weder, wo ich jetzt bin, noch wo... Wir verbinden mal eine C1-Verletzung. Die zweite soll halt ausbluten. Ja, aber ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, wo ich bin, wo der Laden ist und wo ich überhaupt hin wollte. Guck mal, hier gibt es wenigstens ein bisschen was. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Jetzt haben wir zwar Absinth, aber ich habe keine Dings mehr, keine Verbände mehr. Ich mag langsam nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich überlege und überlege und ich weiß definitiv nicht, wo mein oder wo dieser zweite China-Laden war. So, kleinen Moment, ich bin noch mal kurz Rauchzeug, naja, nicht am Suchen, aber am Fertigmachen, so. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Wir könnten natürlich, könnte das hier links gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ne, hier links geht's. Da piept was. Alter. So war das auch nicht gemeint. Das war jetzt aber. Vor allen Dingen, ich schlender da so entlang und plötzlich fängt es an zu piepen.
Ich werde mal mit hochgehen, du blödes Vieh. Da läuft auch definitiv was schief. Ja, das Zeug ist jetzt wahrscheinlich natürlich alles ein bisschen kaputt, ne? Weil die Viecher ja hier hochgegangen sind, dürfte das Zeug auch nicht mehr so sauber sein und so toll und überhaupt. Aber wie man ja hier auch sieht, es ist nicht wirklich viel da. Ein paar Bolzen habe ich mir jetzt nehmen können und dann war es das. Das Problem ist echt gerade hier lang. Nee. Ich habe echt keine Ahnung. Da liegt auch schon wieder einer drin. Ja, halt die Klappe. Ich weiß auf jeden Fall, es war irgendwo an der Sporthalle. Ansonsten müsstet ihr bei Gelegenheit mal selber gucken, suchen. Ich hätte es ja gerne noch mal gezeigt, aber irgendwie finde ich ihn gerade nicht. So, jetzt gehen wir erstmal zurück, dann hüpfen wir hier mal durchs Fenster. Gucken mal, was hier so ist, obwohl hier ist gar nichts. Hier kommen wir noch nie mal weiter. Ich habe gedacht, ich käme jetzt wenigstens weiter oder so, aber das ist nicht der Fall. Da oben kann ich anscheinend auch nichts ausnehmen. Gut. Dann, Schrott. Ich bin halt immer noch verdammt neugierig. Da liegt schon wieder einer. Ja, halt die Klappe. Das ist echt nicht mehr normal, ne? Leider nicht, glaube ich, so. Schade. Ja, also wie gesagt, ich finde den Laden gerade definitiv nicht mehr. Ich weiß es echt nicht. Ja, ich würde sagen, hier ist er auch nicht. Aber hier war ich auch nicht. Ich weiß, dass es definitiv an der Sporthalle war. Ansonsten müssten wir vielleicht nächste Mal nochmal bei der Sporthalle gucken gehen. Obwohl, warte mal, wir könnten gerade zumindest mal die Getränke hier noch mitnehmen. Noch einmal Platz. Wunderbar. Looten jetzt hier nochmal. Da ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, ja, der Nächste, der jetzt gleich schreit und noch einer, der schreit und noch einer und so, nee. Ich suche mir mal irgendwo da hinten in den Büschen ein nettes Versteck. Hab zwar teilweise jetzt was Chinesisches gefunden, aber das war's dann auch schon. Ich wünsche euch dann, ja, einen schönen Start in der Woche. Nee, wir haben ja schon mitten in der Woche. Wir haben ja gar keinen Anfang mehr, das war ja die letzte Folge. Ja, dann bleibt auf jeden Fall gesund. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, der Falli.